Ja, herzlichen guten Abend. Ich freue mich über ganz viel Frauenpower heute Abend. Mein Name ist Stefan Meyer, ich bin der stolze Gastgeber im Salon und im Café. Und wir sind hier zu viert eingezogen mit mir und haben uns für heute Abend ein bisschen was anderes ausgedacht in Bezug auf das Format und die Interaktion. Aber die Konstante, dass auch Sie im letzten Drittel zu Wort kommen können, wird es trotzdem weiterhin geben. Also ich freue mich schon jetzt auf Ihre Impulse, Beiträge, Fragen vor allem, Betonung liegt auf Fragen. Ja, ich werde jetzt ganz kurz unsere Moderatorin vorstellen, Judith Brenner ist, und den Namen Murmann Publishers kurz erwähnen. Peter Felixberger ist heute Abend leider nicht da, nach 32 Salons ohne eine Fehlminute hat er heute leider eine kurzfristige private Verhinderung gehabt, aber Judith Brennheis ist mehr als ein Ersatz, sondern wahrscheinlich die bessere Lösung. Ich hoffe, ihr hört gerade nicht zu. Oh, da hat jemand geklatscht. Ich gebe Ihren Namen nicht weiter. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, so zahlreich zu diesem Thema. Judith Brennheis ist, kommen Sie auch an meine Seite, ist Gesundheitswissenschaftlerin und hat ein ganz tolles Motto, Generationen miteinander zusammenzubringen, in Austausch zu bringen. Und das ist eigentlich auch unser Thema. Wir nennen uns ja formal Mehrgenerationen-Kaffeehaus und insofern passen wir wunderbar zusammen. Das haben wir auch im Vorgespräch schon gemerkt, pragmatisch, anpackend, lösungsorientiert und gleichzeitig inspiriert. Sie hat auch eine Doktorarbeit geschrieben für Mercedes-Benz zu dem Thema, wie man Mitarbeiter fit hält und ist sozusagen nicht nur eine gute Moderatorin, sondern auch wissenschaftlich untermauert mit ihrer Kompetenz und wird uns durch den Abend führen. Und ich freue mich sehr, dass Sie die Aufgabe übernommen haben. Und übergebe hiermit feierlich den Staffelstab. Will aber nicht unerwähnt lassen, dass wir, wie gesagt, einen Büchertisch haben. Und Sie, ohne abgesprochen zu haben, ist Frau Kilubi sicher bereit, auch zu signieren. Wunderbar. Sehr schön. So, und jetzt sind Sie an der Reihe. Frau Brenner. Herzlichen Dank für die wunderbaren einführenden Worte hier in dem wunderschönen Palmengarten. Ich bin hier häufiger und ich gestehe die Prinzregententorte. Ich weiß nicht, gibt es die abends auch? Oh je, okay, genau, ganz wunderbar. Also ich freue mich sehr, hier in diesem wundervollen Ambiente heute hier zu sein. Auch an unsere Teilnehmenden, die nicht hier in München sein können, auch an Herrn Lukas Schmidt von dem Murmann Verlag. Herzliche Grüße in die Ferne. Ich gehe jetzt mal auf die Bühne nach oben und dann geht es so richtig los. Ja, wir haben einen bunten Abend. Es geht ja um Diversity, es geht um Alter, es geht um vor allen Dingen Dr. Irene Kilubi heute Abend. Und wir haben uns das wirklich so überlegt, dass wir Sie natürlich auch immer wieder mal mit einbinden. Aber zunächst haben wir uns eine absolute Expertin, ja, ausgesucht. Ich sage es jetzt mal an der Stelle so. Gerda Marie Adenau, komm doch bitte mal zu mir nach oben, dann stelle ich dich dem Publikum vor. Menschen, die über ihr Alter positiv denken, leben im Schnitt circa 7,5 Jahre länger. Ist es nicht wunderbar? Wusstest du noch gar nicht? Ja, und deshalb haben wir auch Gerda Marie hier, eine ganz, ganz positive Frau, ich darf das sagen, aus der Generation Babyboomer. Ich bin Generation X und wir haben natürlich Irene da, Generation Y, also wir sind auch bunt aufgestellt und wir haben die Expertin hier zum Thema Karriere im Alter. Gerda Marie hat nochmal voll durchgestartet, mit 55 Jahren hat sie gesagt, ich studiere nochmal. Ja, ich studiere Philosophie, hat dann einen neuen Weg eingeschlagen und ist jetzt mit, sage ich jetzt mal, Karriereplanung 50 plus unterwegs, auch in Unternehmen. Es geht um Teams, um altersgemischte Teams, um Miteinander, Zusammenarbeit und es geht jetzt vor allen Dingen auch um Altersbilder, die du uns als Kurzintro dann auch vorstellst. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja. Vielen Dank, liebe Judith. Guten Abend in die Runde. Ja, als Irene Kilubi
vor einiger Zeit mich einlud, an ihrem Buch mitzuwirken, habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Und wir waren uns auch ganz schnell einig über die passenden Themen meiner Beiträge. Eines dieser Themen habe ich heute Abend mitgebracht. Altersbilder. Frauen, so mit 50, spätestens mit 55, passiert in unserer Gesellschaft und in Unternehmen etwas Phänomenales. Sie werden unsichtbar. Niemand sieht sie mehr, niemand hört sie mehr, niemand spricht sie mehr an. Meine Kollegin hat das einmal so ausgedrückt: Ich fühle mich wie die Yucca-Palme in unserem Büro. Gut fürs Klima und absolut pflegeleicht. Top-Managerinnen über 60 kannst du mit der Lupe suchen. Rednerinnen auf Business-Events in meinem Alter eher selten. Und wisst ihr, was das Schlimme daran ist? Diese Altersbilder, die machen was mit dir. Peu à peu wandelt sich deine Einstellung zu dir selbst, wandelt sich dein Bild von dir selbst, so wie sich die Gesellschaft präsentiert, so wie du behandelt wirst. Nochmal studieren? Ah, bin ich viel zu alt. KI, Metaverse, das ist nichts mehr für mich. Und dich mit 60 selbstständig machen, also lächerlich. Und so werden wir immer farbloser, immer leiser. Wir werden alt. Aber wisst ihr was? Du bist mehr als eine Zahl. Du bist so viel mehr. Und was dieses mehr sein kann, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe euch drei Beispiele mitgebracht. Sofort, lassen wir mal eben durch. Ich habe euch drei Beispiele mitgebracht. Kirsten. Kirsten ist Controllerin in einem Unternehmen und wurde mit 57 Jahren abgefunden. Nach dem ersten Schock hat sie sich an ihr Design- und Kunststudium in ihren 20er Jahren erinnert. Sie hat ihre zeichnerischen Fähigkeiten aufgefrischt und illustriert heute Schulbücher. Oder Rita. Rita ist Top-Managerin in einem großen Konzern, nicht so weit weg von uns. Und mit 55 hat sie ihre Top-Leadership-Position freiwillig aufgegeben, ist in ein Sabbatical gegangen von einem Jahr, hat in der Zeit irgendwas mit KI studiert, kam zurück, ist auf Teilzeit gegangen und arbeitet heute im Innovation-Team und entwickelt die coolsten Produkte. Und zum Schluss Ute. Ute ist Assistentin. Ute ist 60. Und seit vielen Jahren hegt Ute einen Traum. Ich möchte so gern mal nach Tibet fahren. Kürzlich beschloss sie, ich warte damit nicht bis zur Rente. Meine Zeit ist jetzt. Dummerweise, böse Überraschung, ihr Mann will nicht mit. Dann fahr ich halt alleine, sagt sie. Ticket ist gebucht. Auch du bist mehr als eine Zahl. Horch in dich hinein. Spüre deine Sehnsucht. Entwirf dich neu. Ja, wenn ich könnte, wie ich wollte, sagen mir viele Frauen. Und in der Tat, die diskriminierende Gesellschaft, der ungerechte Arbeitsmarkt, die finanziellen Verpflichtungen, die Elder Care, die da vor uns liegt. Ja,
ich will das nicht schönreden, das alles sind Realitäten. Aber das ist noch lang kein Grund, in Resignation zu verfallen. Macht euer Ding. Egal, wie es ausgeht. Denn es geht nicht darum, ob wir Erfolg haben oder scheitern oder ob unser Projekt, unser Herzensprojekt klein ist oder groß. Darum geht es nicht. Worum es geht, einzustehen für uns und unsere Träume und unsere Würde, gesellschaftlich, beruflich und privat. Wenn ich könnte, wie ich wollte. Du kannst, denn du bist so viel mehr als nur eine Zahl. Dankeschön. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Gerda Marie. Die Yucca-Palme, ich habe die ganze Zeit geschaut, gibt es hier Yucca-Palmen? Weil das passt zu unserem Palmgarten ganz gut, ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben und auch deine Ausführungen. Und ich finde, du bist ein absolutes Vorbild. Du lebst, was du sagst und lebst deine Träume und vor allen Dingen begleitest du auch viele Menschen auf diesem Weg. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle und ja, du bist mehr als eine Zahl. Dankeschön. Ich gehe mal so ein bisschen weiter rüber, weil sonst eine Palme mir den Blick zu Irene versperrt. Und Irene ist jetzt die wichtigste Person. Komm doch bitte mal zu mir, Irene Kelubi, bitte zu mir auf die Bühne. Liebe Irene, du bist von Haus aus Wirtschaftsingenieurin, promovierte Wirtschaftsingenieurin, schulst oder lehrst auch an Hochschulen, hast viel mit jungen Menschen zu tun, aber vor allen Dingen, ich habe dein Buch intensiv durchgearbeitet, bezeichnest du dich auch als Optimistin, Idealistin und auch Jobhopperin. Und es hat mir besonders gut gefallen, dass du geschrieben hast, ich war nicht nur eine Jobhopperin, sondern ich bin eigentlich immer noch eine Jobhopperin und ständig und irgendwie auch überall, oder? Das fand ich sehr schön. Irene hat Joint Generations gegründet und ist absolute Expertin. Wir kennen sie von LinkedIn, aus Social Media, ist gemeinsam mit Anahita auch bei Miss Germany im Beirat und setzt sich sehr, sehr ein auch für ja, die Elternden oder überhaupt alt und jung insgesamt. Und wir schauen heute auf dein Buch. Ein großartiges Buch, ich bin wirklich ein Fan von diesem Buch, habe es ganz intensiv natürlich auch durchgearbeitet mit vielen auch Action-Anteilen, mit Trainings und wir steigen jetzt tiefer ein in dein Buch und ich zitiere dich, dein Credo, die Zukunft ist jung und alt. Ich würde sagen, wir machen es uns jetzt mal bequem. Sehr gerne. Irene hat mir gesagt, stelle mir eine Frage nicht, die stelle ich jetzt auch an der Stelle nicht. wir können nachher darüber reden, welche Frage das vielleicht ist im Nachgang. Aber Irene, du beschäftigst dich ja seit vielen Jahren mit alt und jung und sagst, es geht nur miteinander. Was konkret meinst du damit für diejenigen, die dein Buch auch noch nicht gelesen haben? Ja, genau. Das Thema Altersdiskriminierung ist ein großes Thema. Auch verfolgen wir das jetzt aktuell, auch in den Medien, in der Presse. Und ich möchte dafür sensibilisieren, weil Altersdiskriminierung geht in beide Richtungen, einmal jung und einmal alt. Das nennt sich Ageismus oder Adultismus. Also das heißt, dass man bei Jüngeren davon ausgeht, dass sie nicht in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass sie keine Verantwortung übernehmen wollen. Und bei Älteren ist es so, dass man sagt, ihnen fehlen einfach die kognitiven Fähigkeiten, gewisse Kompetenzen entweder zu besitzen oder sich diese aneignen zu können. Ja, und dem wollen wir entgegenwirken. Man merkt es gerade in der Arbeitswelt. Laut Studien gilt man ab 50 als alt.
Das ist ja erstmal per se nichts Schlimmes, solange aber bestimmte Dinge damit assoziiert werden und Menschen ausgegrenzt werden aufgrund ihres Alters, dann fängt es an, problematisch zu werden. Und genau da setzt eben auch das Buch an. Und ich finde, du hast es ja angesprochen, ich bin Generation Y, so ziemlich in der Mitte, es kann mir keiner was vorwerfen, ich werde zu jung oder alt. Ich habe auch festgestellt, weil ich eine Forscherin kennengelernt habe, dass ich zu den Mittelalten gehöre, ne, ja, quasi ja, reingerutscht da. Und jetzt fragen sich natürlich alle, ja, was sind denn die Mittelalten, ne? Lass uns doch mal die Frage stellen. Darf ich mal kurz, ist doch jemand sicherlich mutig, ich rufe niemanden auf oder soll ich das vielleicht machen? Meldet sich jemand freiwillig? Was denken Sie, wer ist Mittelalt? Wer gilt in Deutschland als Mittelalt? Sehr gerne, der Gastgeber. Nicht mitteljung. Können wir bitte auch eine Zahl haben, so plus, minus zumindest, so eine Range? Halbes Jahrhundert, also 50 Jahre plus, minus, Irene? Naja, das sind wir. 38 ja. bis 55, mittelalt. Ja. Das ja. ist so die Spanne ja. und das ist die am wenigsten erforschte Altersgruppe, weil sehr, sehr stark erforscht sind immer die Jugendlichen. Derzeit die Gen Z, die meist erforschte Altersgruppe. Und darüber, also 56 und darüber hinaus, so mittelmäßig erforscht. Aber 38 bis 55 tatsächlich sehr, sehr wenig erforscht. Ja. Ja. Da fallen wir rein. Du auch schon, oder? Ja, gerade reingerutscht. Ne? Also gut. Also auch mittelalt. Ja, genau. Aber du hast es ja auch schon angesprochen. Irgendwie, wenn ich auch dein Buch durcharbeite, man ist ja entweder zu jung oder zu alt. Ja, man ist nie im richtigen Alter, das ist tatsächlich so. Also das ist wirklich so, wenn man sich auch das Thema Intersektionalität anguckt, wenn dann bestimmte andere Aspekte noch hinzukommen, kann sich das Ganze nochmal verschärfen. Mhm. Ja, genau. Und im Endeffekt geht es darum, in unseren Unternehmen zu schauen, wir haben verschiedenste Generationen, wir haben eigentlich im Moment 4 Generationen und ich finde es auch so nett in Irenes Buch, erste Call to Action ist, versetz dich mal in Babyboomer und in die Gen Z und bringe jeweils 3 Aspekte, das habe ich dann mitgemacht. Und dasselbe soll man dann nochmal auch am Ende des Buches machen. Und wenn Sie mal kurz reflektieren, jeder so für sich, Babyboomer mal 3 Eigenschaften und Gen Z 3 Eigenschaften, sind wir da eng beieinander? Darf ich zu den Herrschaften hier mal hinschauen oder sind wir da doch vielleicht weit auseinander? Möchten Sie? Ich schaue Sie mal an. Sind Sie eng beieinander bei diesen Themen? Nee, die Mai kenne ich hinten, schüttelt den Kopf. Nein, da sind wir ziemlich weit auseinander. Da prellen ja gerade auch, du hast viel auch über Werte geschrieben. Vielleicht gehen wir da auch mal rein. Wie unterscheiden sich denn die Generationen? Gerade die Extreme, ja? Also Babyboomer mit Gen Z zum Beispiel. Mhm. Das ist ja das Spannende, weil wir fokussieren uns immer auf die Unterschiede und nicht auf die Gemeinsamkeiten. Tatsächlich haben Studien erwiesen, dass wir gar nicht so konträre Werte und Bedürfnisse haben. Der einzige Unterschied ist, wie wir das erfüllt sehen. Das heißt auch in der Arbeitsumgebung. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Work-Life-Balance. Es wird ja immer den jungen Leuten vorgeworfen, die wollen nur Work-Life-Balance, nur Spaß haben. Aber das zeigt sich ganz deutlich an der Generation Z. Was haben die durchlebt in ihrer Jugend? Weil das prägt einen einfach, ne? Die Corona-Pandemie. Deswegen sind sie nicht nur nach Sinn und Purpose aus, sondern auch nach Sicherheit. Ja, weil politische, wirtschaftliche Umstände prägen uns auch ganz stark. Neben anderen Aspekten, wie wurden wir erzogen, wie haben wir die schulische Ausbildung genossen und mit welcher Technologienutzung hatten wir es zu tun gehabt. Ja. Und das alles prägt unser Denken, Fühlen, Handeln und Wollen im gesellschaftlichen als auch beruflichen Leben. Mhm. Ja, und wenn wir das Thema wieder Work-Life-Balance nehmen, das ist gar nicht die junge Generation, die das jetzt auf den Tisch... Das waren schon die Babyboomer. Ja, die haben das schon dafür plädiert. Nur der Unterschied ist, dass die nicht die Möglichkeiten hatten, die Rahmenbedingungen, das jetzt umzusetzen. Mhm. Jetzt aber, die Generation Z, weil wir befinden uns auf dem arbeitnehmenden Markt, haben die Möglichkeit, das zu machen. Wir sind einfach fortgeschritten. Ich vergleiche das auch so gerne mit den Zeiten der Industrialisierung, wo sich da komplette Arbeitswelt gewandelt haben. Und heute sprechen wir von New Work. Und deswegen sage ich auch, es ist keiner schuld, warum wir jetzt eine komplett neue Arbeitswelt haben, die sich transformiert. Das sind einfach die Umstände, die sich das... Die,
daraus entstanden sind. Mhm. Und wir durchleben gerade einen Wert- und Kulturwandel. Ja? Und wenn irgendjemand sagt, ich brauche Work-Life-Balance, egal wie jung oder alt man sein mag, hat die Person verdammt nochmal recht. Und ich sage Ihnen hier in die Runde, das hat mir auch eine Forscherin gesagt, die hat gesagt, eigentlich müsste jeder Mensch spätestens mit 35 den ersten Sabbatical genommen haben. Da frage ich mich in die Runde, wer hat das denn schon gemacht? Das haben auch nicht alle die Möglichkeit. Also schnell zum Arbeitgeber, wir müssen das jetzt nachholen. Ja? Also theoretisch gesehen ist es ganz, ganz wichtig, weil, was ja eigentlich schade ist, der Mensch braucht drei wichtige Phasen im Leben. Reflexionsphasen, Lernphasen und Arbeitsphasen. Aber wir leben durchweg nur von der Arbeitsphase und das ist total schade. Ja, dennoch erleben wir gerade auch da einen Wandel. Und was mir in deinem Buch auch richtig gut gefällt, sind deine Ausführungen. Du hast es zu Beginn gerade auch gesagt, dieses Schubladendenken, dazu neigen wir. Und du sagst auch, Mensch, wir alle haben doch so unsere gewissen Vorurteile. Ja? Die sind da und es ist auch irgendwo okay und menschlich. Nur gibt es Möglichkeiten, und da wirkt, finde ich, auch dein Buch wunderbar darauf ein, das Ganze mal zu reflektieren, zu hinterfragen, und das finde ich großartig. Denn du hast es auch gerade schon gesagt, wir sind jetzt, oder ich bin eine Generation X und da bin ich aufgewachsen, du hast es auch schön geschrieben, da hat man so Gemeinsamkeit mit denen, die in meiner Zeit aufgewachsen sind, Bonanza zum Beispiel, oder gewisse Dinge, wo dann du vielleicht schon sagst, Bonanza, kennst du Bonanza? Schon mal gehört, ja. Aber kennt ihr Knight Rider oder so? Ich war ja Raving-Fan von Super Nintendo und ja, wir haben noch tatsächlich noch so auf dem Spielplatz im Sand gebuddelt Bobbycar. Kann man auch, das kennt ja die neue Generation fast gar nicht mehr, Bobbycars. Ja, ne? Ja, und uns hat eben jede Generation auch ihre Prägung, ja, und ihre doch auch Dinge, die sie erfahren hat. Und ich stimme dir völlig zu, es findet gerade ein Wandel statt auf vielen, vielen Ebenen. Und im Endeffekt, auch was Corona gebracht hat, dient uns ja auch dazu zu hinterfragen, Mensch, brauchen wir nicht alle mehr Pausen? Also auch Sabbaticals und was in Unternehmen getan werden kann. Du bist viel in Unternehmen unterwegs, viel, glaube ich, auch in Personalabteilungen oder obersten Führungsebenen. Kommt da das Thema New Work an oder auch der Begriff, wie sieht es denn da aktuell aus deiner Sicht aus? Ja, das ist tatsächlich so, dass viele Unternehmen gar nicht wissen, wie, ja, und assoziieren das meiner Meinung nach mit den falschen Attributen. Ich bekomme ja oft die Frage, entweder, also wenn wir uns siezen, natürlich Frau Kilubi oder duzen Irene, was können wir eigentlich tun, um uns attraktiv zu machen für die Gen Z? Also wir brauchen ganz, ganz viele junge Menschen, die sollen alle zu uns kommen, ja, und die sind doch hochqualifiziert und die kennen sich mit Digitalisierung aus. Und ja, da bin ich erstmal verdutzt, denke ich immer so, ja, was soll ich jetzt darauf antworten? Und eine schnelle Lösung. Die meisten sagen dann, ja, die wollen Flexibilität, die wollen Work-Life-Balance, die wollen sich selbst verwirklichen. So mag ja sein, aber für mich ist das die falsche Frage, die sie stellen. Warum fragen sie mich, was will die Gen Z? Die Frage, die sie sich stellen müssen, ja, gerade wenn du den Begriff New Work ansprichst, ja, wir haben Wandel der Arbeitswelt, müsste doch lauten, was sind die Bedürfnisse aller Altersgruppen? Und wie kann ich als Arbeitgeber eine Unternehmenskultur schaffen, die die Bedürfnisse sämtlicher Altersgruppen involviert? Und genau, und alle auch berücksichtigt, alle hört und nicht gewisse Menschen übergeht. Da sind wir wieder beim Thema Alter, wo wir einfach auch feststellen, dass manchmal, du hast es so schön geschrieben, nach dem Gießkannenprinzip vorgegangen wird, dass Ältere, und da haben wir gerade ja schon diskutiert, was sind denn Ältere? Das definiert doch auch jeder dann ein bisschen anders. Mit 47, ja. Naja, bin ich jetzt auch mittelalt, wir haben es ja vorhin schon mal so ein bisschen kategorisiert, wobei Kategorien sind ja schwierig, aber was für Möglichkeiten gibt es jetzt in Unternehmen, alle zu berücksichtigen? Hast du da schon Modelle oder auch Lösungsansätze? Ja, natürlich stehen da Führungskräfte in der Verantwortung, weil sie dienen als Bindeglied. Und man darf natürlich nicht vergessen, das ist natürlich eine riesen Herausforderung, gleichzeitig sich auf die Bedürfnisse, Erwartungshaltungen von den Jungen, die auch vielleicht frisch aus der Uni oder von der Ausbildung kommen, aber gleichzeitig die ältere Belegschaft nicht aus den Augen zu halten.
Ja, weil ich habe auch in einem Wirtschaftsmagazin im Interview vor kurzem gesagt, ich sehe Altersdiversität in Zukunft als alternativlos an. Warum? Was sind denn aktuell die zwei größten Herausforderungen, die Unternehmen haben? Einmal der demografische Wandel und speziell hier im deutschsprachigen Raum den Fachkräftemangel. Das heißt, die müssen gleichzeitig schauen, wie sie sich für Nachwuchskräfte, von denen es immer weniger da draußen geben wird, attraktiv machen können, aber gleichzeitig auch das Wissen, die Kompetenz und den Erfahrungsschatz von älteren Mitarbeitenden zu sichern. Mhm. Ja? Und das fängt schon per se an beim Recruiting. Da geht es ja schon mal los. Ja, also ich höre sehr selten, also da ist wirklich ein Unternehmen Vorbild für mich gewesen, weil die hat mich echt angerufen und haben gesagt, Frau Kilubi, wir sind zu jung. Wir brauchen erfahrene Mitarbeitende. Ja, das war auch überraschend. Das war aus dem Professional Services Bereich und die arbeiten sehr viel mit IT-Lern zusammen. Das ist per se halt jüngere Menschen und auch sehr junge Führungskräfte. Und da bieten sich natürlich auch so Methoden an wie Reverse Mentoring beispielsweise, Jobsharing, Jobtandems. Die Deutsche Telekom hat zum Beispiel so ein Shadowboard eingeführt, wo man einmal natürlich den klassischen Board hat, der üblicherweise erfahrener, reifer ist, aber demgegenüber steht auch noch so ein jüngeres Board und die müssen vorher angehört werden, bevor Entscheidungen getroffen werden. Dann für alle, denen Reverse Mentoring kein Begriff ist, also Reverse Mentoring, Reverse steht für umgekehrt, umgekehrtes Mentoring, mit der Idee, dass junge Mitarbeitende erfahrene Mitarbeitenden anleiten, coachen, begleiten. Jetzt mag man sich die Frage stellen, sollte das eigentlich nicht Mentoring immer irgendwie eine Win-Win-Situation sein? Das Spannende bei dem Modell ist hier, dass wir komplett das Senioritätsprinzip ausbrechen, im Gegensatz zum traditionellen Mentoring. Warum? Weil die junge Person hat keine Scheu davor, der erfahrenen Person auch mal die Meinung zu sagen, offen zu sein, ohne dass sie Angst haben zu müssen, ich werde sowieso nicht ernst genommen. Andersherum, die erfahrene Person fühlt sich nicht in der Verantwortung, oh, ich muss ja jetzt alles wissen, ich bin doch die erfahrene Person, ich muss doch jetzt zeigen, wo es lang geht. Ja, und das ist halt das Spannende daran, absolut. Und die Modelle, die ich aufzeige in dem Buch, die zeigen ganz deutlich, es reicht nicht aus, einfach mal so ein Dialog. Einmal so, also nicht dispensierlich, weil das habe ich schon bei Unternehmen gemacht, so ein Generation Day, da kommen sie alle zusammen, dann tausche ich in Dialogformaten aus. Es geht wirklich um aktive Zusammenarbeit und da gibt es auch ganz, ganz wunderbare Personalentwicklungsmaßnahmen, weil das, was ich traurig finde, in der Arbeitswelt oftmals, ja, schaut man sich nur Recruiting, ein bisschen Onboarding an und Offboarding. Was ist denn dazwischen? Ja, ja. Und genau da setzen wir auch an, dass wir aufzeigen, es gibt auch Maßnahmen, die man nennt das so schön Employee Lifecycle Journey. Also meine ganze Reise als Mitarbeiterin, die ich in einem Unternehmen verbringe und je länger ich in dem Unternehmen bin, desto länger zieht sich natürlich der Cycle bis zum Offboarding und da eignen sich einfach diese ganzen Methoden zum Einsatz, ne? Job-Tandems beispielsweise auch. Ja. Ja. Und ich bin auch ein Fan, ich glaube die Gerda Marie auch, ein Fan von Jobcrafting, ganz, ganz spannend. Könnte vielleicht auch so Jobhoppern zugutekommen. Ich erkläre es mal ganz kurz, bevor ich hier mit Anglizismen um mich werfe. Also, sind alle im Buch erklärt. Ja, genau. Also das ist auch das Spannende am Buch. Es gibt, glaube ich, 30 Seiten Glossar. Ja, mindestens. Genau. Also Jobcrafting heißt, dass Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ihren Arbeitsplatz mitzugestalten. Sie kennen das ja sicherlich traditionell. Man hat dann halt so eine Stellenbeschreibung, die ist irgendwie in Stein gemeißelt. Weiß auch nicht warum. Oft nicht aktuell. Und oftmals kann man gar nicht alle Bereiche erfüllen. Ja? Ich greife mal ein Beispiel. Zum Beispiel, Sie suchen einen Projektmanager. Er kann vielleicht oder sie gut mit Zahlen umgehen, kann gut koordinieren, kann aber vielleicht nicht so gut kommunizieren. Aber er muss trotzdem laut Jobprofil auch mal kommunizieren. Und so arbeite ich auch mit meinen Mitarbeitern ganz anders. Ich sage, es gibt keine festen Rollen bei uns, sondern Aktivitäten. Mhm. Also zum Beispiel, wenn es irgendwie
E-Mail-Verkehr geht, dann ist eine Person, die übernimmt das für alle. Wenn wir irgendwas planen, koordinieren müssen, dann übernimmt das eine Person für alle. Mhm. Social Media übernimmt eine Person für alle, weil sie es einfach oder er ganz gut kann. Und auch warum, gern macht, oder? Genau. Ja, ja. Warum soll dann jeder in seiner Rolle immer jede Kleinigkeit machen müssen und viele Aufgaben, die die Person vielleicht gar nicht kann? Das bringt gar nicht. Und ich habe immer im Kopf so, ah, wenn ich dieses Thema habe, dann gehe ich an die Person. Wenn ich dieses Thema habe, an die Person und denke gar nicht so in Rollen. Ja, ich muss noch mal ein bisschen zurückdrehen. Ich wollte nicht unterbrechen vorhin, aber wir haben ja Gerda Marie gerade schon erlebt, wunderbar. Und da muss ich auch an Ausführungen, die im Buch beschrieben sind, denken. Du hattest ein Reverse Mentoring mit Nick. Und ich weiß nicht, wer schon das Buch oder die Stelle gelesen hat. Ich habe wirklich schmunzeln müssen, mehr als schmunzeln müssen, weil der Einstieg wohl von Nick war, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, was ich mit so einer alten Person anfangen soll, oder? Gerda Marie, war das so? Ist so ungefähr ausgeführt. Ja, so, also das war in dem Buch so beschrieben und es hat mich schon einerseits zum Schmunzeln und andererseits aber auch, wow, da ist man erstmal ganz schön weit auseinander. Und dann hast du mit ihm zusammen gearbeitet, ihr habt miteinander gearbeitet und sehr, sehr viel voneinander gelernt. Das ist im Endeffekt das positive Fazit, aber erstmal auch so eine gewisse Art von Scheu. Da prallen manchmal vielleicht auch Welten erstmal aufeinander. Genau, auch sehr schön ausgeführt. Ja. Aber das ist ja auch schön. Also es kann auch nicht immer alles reibungslos funktionieren, weil manchmal braucht es einfach Reibung. Und deswegen ist auch diese intensive Zusammenarbeit so wichtig. Und Reibung kann auch was Positives sein, weil es erzeugt Wärme. Und Wärme, da fühlen wir uns doch wohl, oder? Also ich mich auf alle Fälle. Das war heute nicht so angebracht, das Wetter heute. War nicht so ganz warm, in München zumindest. Genau. Ich möchte nochmal aufgreifen, das Thema, wir haben ja heute Oberüberbegriff Alter und da haben wir immer wieder auch das Thema, Mensch, du bist zu jung. Du hast es auch selbst erlebt, ich auch, aber es geht ja heute eher um dich, dieses Thema, Mensch, du bist zu jung und auch deine Erfahrungen, dein Einstieg, darf man sagen, bei welchem Arbeitgeber das war damals? Ich weiß es nicht. Ja, also wenn es im Buch steht, habe ich gedacht, aber müssen wir auch nicht sagen. Da bist du eingestiegen, da warst du noch sehr jung und hast dann relativ schnell losgelegt und dann wurdest du immer mal wieder eingebremst. Da ging es oft auch einfach um dein Alter, oder? Ja, ich habe einfach gemerkt, wie relevant, irrelevant das Alter ist. Ja, also immer irgendwie das mit meinem Alter assoziiert. Wenn ich performt habe, ja, du bist ja noch jung und voller Tatendrang und ja, schalt mal einen Gang runter. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, eine ganz coole Situation, da war ich gerade mal so 2 Wochen da, da hat mich ein Kollege wirklich zu sich geholt, der so, du Irene, wenn wir eine Aufgabe bekommen von der Führungskraft, wir lassen uns Zeit. nur nicht zu schnell sein, und, ja. Ja, wir haben auch ganz viele Ideen, aber wir halten die für uns. Oh Gott, Entschuldigung, ja. Aber nee, das war wirklich so, oder... Ja. Wenn es darum ging, irgendwas in die Wege zu leiten, dann hieß es von einem Kollegen, du, ich bin schon über 50, meine Karriere ist absehbar. Und ein anderer Kollege hat mal gesagt, ich werde nach Anwesenheit und nicht nach Leistung bezahlt. Ja, wow. So. Okay. Und das war für mich halt prägend. Nee, wirklich. Ja, klar, es war für mich prägend, ja, weil ich mir gedacht habe, es ist doch traurig. Ich will doch nicht so die Zeit, die man halt sehr viel im Arbeitsleben verbringt, das möchte ich doch nicht so leben. Mhm, genau. Und dann merkt man wirklich, das wird von Generation zu Generation weitergegeben. Weil die heutigen Gen Zler sind ja die morgigen Babyboomer. Mhm. Denen wird es vielleicht in der Arbeitswelt auch so gehen. Mhm. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, warum machen wir das? Ne? Warum tun wir uns das an? Oder manche denken so, ja, wenn ich in Rente bin, dann bin ich endlich glücklich oder kann machen, was ich möchte. Absolut. Aber warum nicht jetzt? Und vor allen Dingen, mit 60 fängt ja das Leben ja gerade mal an. Wir können bis zu 100 Jahre alt werden heute. Und original, wenn man in Rente ist, ne, also viele Leute sagen, nach 3 Monaten wird es denen langweilig. Die wollen wieder irgendwie aktiv werden, eingebunden werden. Deswegen plädiere ich dafür, wer weiterhin arbeiten möchte, der sollte das tun, aber dann auch fair entlohnt werden. Mhm, absolut. Und ich höre auch häufiger in letzter Zeit, ich zähle nur noch die Tage bis zur Rente. Ich weiß nicht, ob das auch viele hier im Raum vielleicht auch immer wieder wahrnehmen. Also immer dieser Ausblick auf die Rente und dann bin ich die Arbeit los. Und das finde ich auch ganz traurig, muss ich ehrlich sagen. Denn für mich ist Arbeit auch eine richtige Kraftquelle und wohltuend. Und dennoch brauchen wir viele Pausen. Also immer wieder jetzt auch ein Umdenken. Da bin ich auch völlig bei dir. Du hast es ausgeführt.
es ist nochmal zurück zu diesem Jung und diesem Vorurteil aus meiner Sicht. Jung gleich unerfahren und auch nicht geeignet sogar. So weit geht es manchmal schon für gewisse Dinge, für gewisse Themen. Findet aus deiner Sicht jetzt aber auch aufgrund des Fachkräftemangels ein Umdenken statt an der einen oder anderen Stelle? Ja, also wie ich das schon betont habe, es ist alternativlos. Mhm. Ja, also ich fand das total spannend. Da hat mal unter einem Post von mir jemand kommentiert oder mich gefragt, Irene, glaubst du, es wird in ein paar Jahren so sein, dass die Arbeitgeber Menschen, die in Rente sind, anflehen, anbetteln werden, wieder zurückzukommen? Dann habe ich gesagt, kann ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Wann kann ich nicht sagen, aber wahrscheinlich schneller, als wir meinen. Ja, ja. Weil, also das ist wirklich so, die Situation ist schärfer, als sich viele bewusst sind eigentlich. Mhm. Ne? Mhm. Aber da ist noch immer dieser Jugendwahn, das hatte ich auch in der, ich glaube, das war Absatzwirtschaft oder Wirtschaftswoche gesagt, wir sind viel zu sehr in diesem Jugendwahn verfangen. Ja? Dass die sämtliche Rekrutierungsmaßnahmen nur auf die junge Zielgruppe ausgerichtet ist. Und wenn die dann sagen, ja, wir wollen ja auch erfahrene Mitarbeiter, aber erreichen die nicht, dann muss man das in Frage stellen. Nutze ich die richtigen Kanäle? Nutze ich die richtige Ansprache? Ich werde es auch nie vergessen. Eine Bekannte von mir hatte eine Stelle ausgeschrieben und hat mich gefragt, ob ich das teilen möchte. Dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich gesagt, nee, kann ich nicht machen. Und sie so, warum denn nicht? Ne? Da steht, dass sich nur Leute bis 30 bewerben dürfen. Wow. So. Und dann habe ich gesagt, ich nenne das gerne juristisch immer, es gab für mich keinen sachlichen Grund. Ja? Das war auch genauso, bevor ich in den Beirat von Miss Germany eingetreten bin. Und da hat mich auch jemand aus meinem Netzwerk darauf aufmerksam gemacht. Und dann habe ich aufgehorcht, weil mir war das nicht bewusst. Da stand tatsächlich, mit 39 ist dann Ende, darf man sich nicht mehr bewerben. Ja. Da habe ich zu denen gesagt, kann ich nicht, weil das steht wieder unserer Werte bei Joint Generations. Und zwei Wochen später kam die Pressemitteilung, dass sie es aufgehoben haben. Ja, die großartig. Gefragt, Irene, kommst du jetzt in den Beirat? Ich so, ja, jetzt mache ich es. Absolut. Also spitze. Irene, sehr gut gemacht. Und ich habe hier auch ein Zitat rausgezogen von Paul Wilhelm von Preußen. Gefällt mir sehr gut. Es geht um mehr als einen Obstkorb. wir tun vieles und ich glaube aber auch, dass die Unternehmen jetzt wirklich umdenken müssen. Jetzt sind wir an der Zeit. Es ist wohl der Höhepunkt noch nicht erreicht. Das steht auch in deinem Buch drin. Aber wir müssen neue Wege gehen. Und da hast du ganz, ganz viele wertvolle Lösungsansätze. Du hast jetzt schon einiges angesprochen. Also was mir so gut an deinem Buch gefällt, ist, es geht in die Tiefe und bleibt nicht nur oberflächlich. Dankeschön, das war auch mein Ziel. Also an dieser Stelle meine Rückmeldung voll gelungen. Und was auch Jüngere sagen und uns mitgeben wollen, ist, Mensch, wir wollen ernst genommen werden, ja, und wir möchten nicht immer sofort Gegenwind bekommen. Und wenn man das mal so auf sich wirken lässt, auch gerade was, wenn wir die Eingangs-Mini-Mini-Übung, hat ja jeder im Kopf nur gemacht mit, was assoziieren wir mit Babyboomern und was assoziieren wir mit der Gen Z, vielleicht, ja, machen wir uns da doch auch Gedanken, wie wir manchmal reagieren. Wir alle sind in unserer persönlichen Bubble unterwegs, geprägt und es bedarf vielleicht da auch ein, ja, mehr als aufeinander zugehen, sondern richtig neue Ansätze. Ja, das Paradoxe ist ja, Alter haben wir alle gemeinsam. Bei manchen Menschen kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass sie mal klein und süß waren, aber das haben die tatsächlich mal durchlaufen. Ja? Die waren tatsächlich mal Babys, Kleinkinder, dann sind wir Jugendliche, Erwachsene und wir beide hoffentlich glückliche Omis irgendwann mal. Ja, und, hoffentlich noch nicht so bald, genau. Sie ist 11. Ja, genau. Und dann sage ich mal, wenn die Jungen auf die Älteren schimpfen, dann schimpfen die auf die Eltern und Großeltern. Wenn Älteren auf die Jüngeren schimpfen, dann schimpfen die auf die eigenen Kinder und Enkelkinder. Ja. Was ja total paradox ist. Ja. Aber das ist nun mal so, der Mensch vergisst schnell und der Mensch kann nicht mehr als 5 Meter im Vorfeld denken. Ja. Oftmals. Weil wenn man jung ist, man kann sich niemals vorstellen, wirklich mit 20, hätte man sich je vorstellen können, dass man morgen 40, 50 ist. Ne? Aber ich merke ja immer mehr, das geht so schnell. Ja, ich auch. Und wenn man älter ist, man hat ganz schnell vergessen, wie es war, als man selber irgendwie 20 oder 30 war. Das hat man total schnell vergessen. Ne? Ging auch und schnell, ja, die Zeit. Ja, das ist absolut so. Deswegen fand ich das auch so interessant, dass ein Familienvater zu mir sagte, er behandelt seinen Sohn, wie er gerne früher behandelt worden wäre. Mhm. Er sagt, er ist jetzt 17, als er 17 war selber, dachte er immer so,
ich bin noch voll erwachsen und ich kann noch alles. Ne? Ja, ja. Und deswegen behandelt er seinen Sohn auch wie einen jungen Erwachsenen und nimmt ihn für voll und für ernst. Ja, ich zitiere nochmal dich, weil das Zitat fand ich auch wirklich gut. Menschen nutzen immer die Technologien, mit denen sie aufwachsen. So einfach, so simpel. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt als Generation Z aufgewachsen oder in dieser Generation groß geworden wäre, ja, ich hätte auch überall mein Handy dabei, habe ich ja sowieso ehrlich gesagt ja auch immer häufiger. Wir nehmen uns ja da auch nicht aus. Aber die Technologie, die hat einfach an Fahrt aufgenommen. Auch ChatGPT, die wachsen einfach nochmal komplett anders auf. Und es gilt jetzt miteinander, gemeinsam den Weg zu gehen. Und da hast du auch viele, viele Ansätze, wie das gelingen kann, denn es geht nur miteinander. Und ich finde es auch so schön ausgeführt, wir haben nur die Generationen, die nachrücken. Also müssen wir doch alles tun, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Absolut. Und das ist auch das, was ich vorhin angesprochen hatte. Wir sollten uns auf die Gemeinsamkeiten fokussieren. Ja, genau. Weil wir alle möchten irgendwie glücklich, zufrieden sein, egal ob im gesellschaftlichen oder beruflichen Umfeld. Und da gilt es tatsächlich miteinander und nicht übereinander oder gegeneinander zu sprechen und einfach zu verstehen, ja, wie tickt die jeweils andere Generation, ja, und wie kommt sie zum Ziel? Ja, also ich würde mal sagen, dass jeder Mensch nach Glück strebt, aber der Weg dorthin mag für viele unterschiedlich sein. Und da muss man einfach manchmal auch Kompromisse eingehen. Das ist wie in der kleinen Familie. Da muss man auch, ja, man ist einfach nicht alleine. Und kann ich einfach alles alleine entscheiden, seinen Kopf durchsetzen. Und genauso ist es auch flächendeckend mit den Generationen, dass man einfach gewisse Kompromisse finden muss. Und gemeinsam und miteinander und mit viel Wertschätzung finde ich auch extrem absolut wichtig. Absolut. Am Ende des Tages, wenn wir über Altersdiskriminierung sprechen, dann heißt es nichts anderes, als dass Menschen aufgrund ihres Alters ausgegrenzt werden. Und erinnern wir uns mal zurück. Ich bin mir ganz sicher, dass jede von uns schon mal irgendeine Situation erlebt hat, wo er oder sie sich mal ausgegrenzt gefühlt hat. Das kann in der Schule gewesen sein, das kann im Verein sein, das kann im Kirchenchor sein, keine Ahnung, in der Nachbarschaft. Ja. Und de facto ist es einfach kein schönes Gefühl, oder? Das ist richtig fies. Und das Krasse ist, wenn man jung ist, dann macht man halt diese Erfahrungen, wenn man ausgegrenzt wird, aber man kann noch darüber hinaus wachsen. Wenn jemand aber 60 ist und ausgegrenzt wird, ist er dem ausgeliefert, weil es gibt nicht mehr so viele Möglichkeiten, ne, was dagegen zu tun. Und umso wichtiger ist es, dass wir aufeinander zugehen, Arbeitgeber dafür auch sensibilisiert werden, weil am Ende des Tages möchte jeder gehört und gesehen werden. Ja, alle. Alle. Ja. Und das war für mich ein absoluter Augenöffner, als ich gehört habe, was tatsächlich auch wirklich alle Generationen auch gemeinsam haben, was Unternehmenskultur anbelangt. Man könnte meinen, ja, so Sachen wie Flexibilität, Selbstverwirklichung, Freude an der Arbeit, vielleicht auch Gehalt, das ist auch nicht unwesentlich. Ne? Man möchte trotzdem fair entlohnt werden, ne, für seine Arbeit, egal ob man jung oder alt ist. Aber tatsächlich das Wichtigste, wo ich sage, hallo, das ist doch eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Jede Mitarbeitende möchte Mehrwert erbringen. Das ist doch schön für die Arbeitgeber. Für alle. Genau, und für mal selber. Ja. Und dann frage ich mich, hast du dir schon mal die Frage gestellt, da wo ich aktuell bin, habe ich die Rahmenbedingungen, den Kontext, dass ich Mehrwert erbringen kann? Und vice versa, die Arbeitgeber. Habt ihr eure Mitarbeitenden mal gefragt, hast du den Eindruck, dass du hier Mehrwert erbringen kannst? Und wenn das gegeben ist, dann erfüllen sich auch viele andere Nebenwünsche wie Wertschätzung, Respekt. Weil wenn ich Mehrwert erbringe, kommt dann bekomme ich automatisch Wertschätzung. Und du selbst schätzt dich auch wert. Also das vergessen wir oft. Wir machen uns sehr, sehr abhängig und das haben alle Generationen gemeinsam. Wir machen uns immer abhängig von dem Urteil der Außenwelt. Und das sollte man tunlichst vermeiden. Ja? Und wenn ich selber das Gefühl habe, dass ich Mehrwert erbringe, dann passiert es absolut auch, dass ich mich dann wohlfühle.
Genau, und da muss ich auch kein Jobhopping betreiben. Ich muss zum Abschluss dennoch, weil wir ja Ihnen auch noch die Möglichkeit geben wollen, Fragen zu stellen, dennoch auch nochmal darauf eingehen. Ich finde es nämlich wirklich großartig, die Aussage von dir, you can go. Ja, also wenn Dinge nicht passen, wieso zu lange verharren, ja, wieso irgendwann vielleicht auch krank werden oder kaputt gehen oder völlig demotivieren. Also jeder hat die Möglichkeit, seinen Weg zu finden, seinen Weg zu gehen. Und dennoch ist es wichtig natürlich, die Mitarbeitenden auch zu halten. Ja, und das passiert, ich sage immer, es geht kein Mitarbeitender ohne irgendeinen Grund. Irgendeinen Antrieb hat man, wenn man ein Unternehmen verlässt. Muss nicht immer negativ sein, sondern ja auch kann ganz positiv sein. Absolut. Und da gibt es auch ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie Zappos kennen. Das ist ein großer Einzelhändler aus den USA. Und was machen die? Die zahlen ihre Mitarbeiter dafür, wenn sie das Unternehmen verlassen, weil sie unzufrieden sind. Weil die sagen, die möchten Mitarbeiter haben, bei sich arbeiten haben, die wirklich hier reinpassen und wirklich hier arbeiten wollen. Ja. Auch ist das schon ein Ansatz, oder? Ja, es gibt viele verschiedene Ansätze und ich glaube, jedes Unternehmen muss auch seinen persönlichen Weg gehen. Da gibt es keinen, was du vorhin schon sagtest, keine 0815-Geschichte oder so kann das jedes Unternehmen dann letztlich umsetzen. Also nochmal kurz zusammengefasst aus deiner Sicht, was möchtest du jetzt hier, bevor wir in die Runde einsteigen, wo Fragen gestellt werden können, was ist für dich jetzt so ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn es um Altersdiskriminierung geht in Unternehmen? Also was ich gerne auch nochmal für alle Beteiligten hier ausführen möchte, wie das Buch eigentlich aufgebaut ist, wie ist das eigentlich strukturiert. Und zwar ist es so, also jedes Kapitel folgt der gleichen Struktur. Ich befinde mich irgendwie in einer Situation, die etwas mit mir macht, die mich irgendwie emotional triggert, die mich entweder wütend, traurig, verärgert, stutzig macht. Dann gehe ich nach Hause und schließe mich ein und schaue mir an, was sagt denn eigentlich die Wissenschaft, die Forschung dazu? Da bin ich ein bisschen schlauer, aber dann denke ich mir, ach, ich verlasse mich doch lieber auf ExpertInnen aus meinem Netzwerk und hole die in meinen virtuellen Raum. Und interviewe diese Person, spreche mit denen, tausche mich mit denen aus und hole mir einfach deren Erfahrungswerte, deren Best-Practice-Beispielmethoden und wie die damit umgehen. Mhm. Und dann im nächsten Schritt gehe ich an die Öffentlichkeit sozusagen in Form von Social Media, Beiträgen, auch Fachartikeln oder Interviews, die ich dann halt auch mit Fachmagazinen führe. Am Ende des Tages komme ich persönlich zu meinem Fazit, total wertfrei. Und dann übergebe ich Ihnen die Bühne und frage Sie, was macht es denn mit Ihnen jetzt? Sie kennen meine Situation, Sie kennen die Meinung der Expertinnen, Sie kennen die Meinung der etwas breiteren Masse. Mhm. Zu welchem Fazit kommen Sie? Und versuche Sie dann ein bisschen anzuleiten durch ein Call to Action und durch eine Übung. Das nennt sich immer am Ende Generationentraining, wo Sie selber auch nochmal diese Gesamtsituation, diesen Gesamtkontext für sich selber reflektieren können. Und deswegen heißt das Buch auch ein Actionbook für alle Generationen. Ja, und jedes Kapitel ist wirklich bereichernd und du hast es auch gesagt, bewundernswert, wirklich wie viele Statements, wie du das immer alles ideal dann eingebaut hast, kontextbezogen und dann auch noch darüber hinaus die Community da auch gewisse Statements dann auch rausgezogen hast, die auch nochmal einen anderen Blickwinkel geben. Und dann bekommt man immer nochmal die Aufgabe, zu reflektieren, nachzudenken. Und das finde ich auch ganz wertvoll mit deinen Generationentrainings. Genau, dies an dieser Stelle. Ich gucke zum Herrn Meier. Herr Meier, Sie möchten jetzt ein Mikro, mit dem Sie laufen können. Ich würde, Irene, hier haben wir noch eins extra hingelegt. Genau, jawohl. Prima. Wer traut sich? Die erste, das ist immer die schwerste. Ah, wunderbar, ich bin Ihnen dankbar. Ich habe Sie auch gleich gesehen, aber die Dame da hinten war früher dran. Vielleicht kommen Sie zu mir, damit wir auch einen Augenkontakt herstellen können zu den Protagonistinnen. Das ist dann immer ein bisschen angenehmer. Voilà, und ich behalte das Mikro in der Hand. Alles klar. Ja, der Herr Meier hat Struktur. Sie schon, ja. Ja, mich würde interessieren, wie sie das Thema gefunden hat. Also was war der Auslöser, sich genau für dieses Thema über Generationen sozusagen zu interessieren?
Erinnern Sie sich noch ganz zu Beginn, als ich gesagt habe, eine Frage soll ich zumindest ihr nicht stellen? Habe ich den Schwarze getroffen? Ja, genau. Also wunderbar, ich habe die Frage nicht gestellt. Vielen Dank dafür. Aber okay. Irene, die Frage kommt nämlich immer, weil sie so wertvoll ist. Vielen Dank an der Stelle. Genau. Also zwei Gründe, warum ich dir das gesagt hatte. Weil das ist jedes Mal die gleiche Frage und ich habe auch gesagt, Judith, stell mir mal Fragen, die mir keiner stellt. Und tatsächlich, weil mir der Frage mich nicht kurz fassen kann. Also tatsächlich, ich versuche es mal. Also, das schaffst du. Ich schau mal. Da kommen einfach sehr, sehr viele Faktoren zusammen. Also es beginnt einfach damit, dass meine Mutter und meine Schwester beide Altenpflegerinnen sind. Und ich bin nicht in Deutschland geboren, sondern hier aufgewachsen. Ich schilder das auch so ein bisschen im Vorwort. Und das war einfach so damals, wir waren eine der ersten schwarzen Menschen, die in Deutschland waren. Und ich bin in der Nähe von Bonn aufgewachsen, in der Voreifel. Und das war einfach so, ne? Man lief über die Straße, hieß es, guck mal, ein Negerkind. Ja? Und Kinder können grausam sein. Wir sind damals als Flüchtlinge hierher gekommen. Und es war halt nicht so wie heute, dass man super viel Support hat. Und die Leute sagen, hey, wir empfangen euch. Das war genau das Gegenteil. Ja? Also wir wurden massiv ausgegrenzt und man hat einfach auch gemerkt, in den Flüchtlingsunterkünften, da gab es irgendwie so eine Hierarchie. Ja? Und wir gehörten zur untersten Hierarchie. Also irgendwie waren eher oben die Osteuropäer beispielsweise, das war auch die Phase, als wir kurz vor dem Mauerfall nach Deutschland gekommen sind, Spätaussiedler gekommen sind, die waren halt hierarchisch oben und dann ging es immer weiter, Araber, Türken, ging immer wieder unten und kamen dann ganz unten die Schwarzen. So. Und da hat man das mal sehr zu spüren bekommen. Und mein Zufluchtsort war tatsächlich eine Parkbank in der Nähe von dem Pflegeheim, weil die Omis immer so süß zu mir waren. Ja, und ich bin dann auch ohne Großeltern aufgewachsen. Und ich war immer total neidisch auf meine Schulkameradinnen, weil die haben immer Kuchen von ihren Omis gebacken bekommen. Die haben beigebracht bekommen, wie man häkelt und strickt. Und dann wollte ich auch immer eine Oma haben. Aber wie Kinder halt grausam sein können, die haben mich immer ausgelacht. Und die Älteren, da habe ich gemerkt, die sind respektlos mir gegenüber aus anderen Gründen und den Älteren gegenüber. Und dann haben die immer gesagt, was macht die, ne, mit den alten Personen und vice versa. Und später dann, als ich studiert habe, ich hatte als Schwerpunktfach, eins meiner Schwerpunkte war Personalmanagement. Und da kam ich halt auf die Idee, weil ich halt diesen Kontext hatte, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne eine Hausarbeit zu dem Thema Age Diversity als personalpolitische Herausforderung. Und da meinte mein Professor, das ist doch total unsexy. Mach doch irgendwas mit Kultur und Migration, das passt doch zu dir. Ja? Also Schublade auf und wieder zu. Ich habe es dann trotzdem gemacht, habe auch eine sehr gute Note bekommen, also so objektiv war da dann doch. Und meinte dann, ja, das ist doch eigentlich ein spannendes Thema, solltest du weiterverfolgen? Und habe ich gesagt, ja, ja, ja. So. Und dann habe ich das irgendwie aus den Augen verloren. Weil ich muss auch ehrlich sagen, ich werde nie vergessen, da war ich 17 und da sagte eine Bekannte von mir, die zu dem Zeitpunkt 25 war, die so, ach Irene, ich hoffe, du bleibst so wie du bist, voller Optimismus, Tatendrang und du lässt dir nicht irgendwie in die Quere kommen etc. Habe ich sie gesagt, wieso sollte ich mich denn ändern? So, und wann denn? Und dann ich weiß es noch ganz heute, in der Arbeitswelt. Ist in der Arbeitswelt. Was ist denn anders Arbeitswelt als Zielwelt? Und da habe ich tatsächlich gemerkt, weil so gesehen, ich kannte das gar nicht, ne? Dass irgendwie, ich muss auch sagen, ich bin halt von einer alleinerziehenden Mutter, Powerfrau aufgewachsen, die immer gesagt hat, ja, ja, mach mal. Ne? Ja, ja, und also du hast die gemacht, nie gesagt ja, hat, ja. Genau. Ja, weil das war auch bei ihr halt so ein bisschen Ohnmacht, glaube ich, ein bisschen Unsicherheit in einem fremden Land. Und ich war halt diejenige, die halt fließend Deutsch konnte. Ich war die Älteste und habe ihr unter die Arme gegriffen. Sie hat mir immer voll vertraut, wenn ich gesagt habe, ich mache das, ja, ja, mach mal. Ne? Hat also ja geklappt. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so ein bisschen umgekümmert, vielleicht auch manchmal so mit dem Kopf durch die Wand, weil mir keiner gesagt hat, nee, das geht nicht. Ja, es gab viele Situationen, ja, also vielleicht so eine kleine Anekdote. Karneval, also ich komme ja aus der Karnevalshochburg, da wollten meine Freundin und ich uns als Polizistinnen verkleiden. Und dann haben wir gesagt, wir gehen einfach zur Polizeiwache und fragen die, ob die uns da ihr Kostüm ausmachen. Weil wir keine Uniform. Ahnung hatten. Wir hatten einfach keine Ahnung. Ne? Also ich habe meine Mutter gefragt, die so, ja, wo sollst du das denn sonst herkriegen, mein Kind als da? So habe ich gedacht, dann gehe ich halt dahin. Und dann haben wir von der Mutter meiner Freundin gesagt, das könnt ihr doch nicht machen. Aber das ist einfach so,
viele Sachen wussten wir einfach nicht. Ja? Oder auch, als ich eingeschult wurde, habe ich ganz stolz meine Schultüte getragen, aber die hatte keine Süßigkeiten drin, weil wir einfach nicht wussten, dass da Süßigkeiten reinkommen. Und das war halt so süß, die Eltern, die haben dann gesammelt und mir Süßigkeiten in die Schultüte. Und meine Mutter war das so peinlich und die so, ja, aber ich wusste nicht, dass da Süßigkeiten reinkommen, aber die wusste halt, irgendwie geht man... Aber die haben dann geteilt. Ja, die haben geteilt, du hattest dann schon Süßigkeiten. Ja, genau, die haben dann gesammelt und haben mir das mit in die Schultüte mit reingegeben. Ja. Ne? Also da kann ich echt viele Anekdoten erzählen, aber dadurch, also das hat mich auch geprägt, weil... Wie gesagt, wenn du nicht gesagt bekommst, dass das macht man nicht oder das darfst du nicht, dann denke ich immer so, wer, sagt wer. Und genau. Und das hat, das ist auch wieder so ein Generationending. Meine Mutter hat mir einfach gesagt, weil sie halt sehr religiös ist, fürchte nicht den Menschen, fürchte Gott. Ja, mhm. Ja, wir tun immer so Sachen, oh, was können die anderen denken, was können die anderen meinen? Mhm. Meine Mutter sagt, was sagt der da oben? Das ist doch viel wichtiger, mhm, ne, als was die Menschen sagen. Und deswegen sage ich, in vielen Situationen denke ich wie ein Kind, unbekümmert. Und manchmal auch als Frau wie ein Mann, weil ich einfach, Männer einfach denken, ne, ist mir egal, ob ich das nicht kann oder so. Ich mache es jetzt einfach. Und das hört sich jetzt komisch an, aber das ist für mich so. Irgendwie diese Kombination einfach auch. Ne? Mhm. Und ich vereine halt viele ich denke manchmal eine Frau wie ein Mann und wie ein Kind. Und ich finde die... Wirklich, also ich finde, die Kombination hat sich für mich bewährt. Ja, das hast du auch als Strategie in deinem Buch ausgeführt. Aber ihr merkt, ich kann die Frage, ich könnte noch weitermachen, es geht noch weiter, wie ich dazu gekommen bin. Ich kann mich nicht kurz fassen. Warum ich die Frage nicht stellen sollte zu Beginn, ja? Weil das so viel hergibt. Aber vielen Dank dafür. Ist es irgendwie für Sie beantwortet oder stellen Sie vielleicht nochmal eine... Ja. Und das Spannende ist, ich bin noch nicht fertig gewesen, aber wir machen weiter. Ja, ja. Nein. Ihr könnt ja dann den informellen Teil weitermachen. Ja, genau. Ich habe hier die nächste Frage. Also das ist eine Ersatzpalme, weil leider die große Palme uns verlassen hat. Insofern danke, dass Sie hier auf die Stufen gekommen sind. Sie sprechen jetzt sehr aus der Seele. Also ich oute mich gleich. Ich gehöre zu den Babyboomern. Irgendwie ist kein Ton, ne? Hallo. Ja, doch. Also ich oute mich gleich. Der Abend und Ihre Ausführungen haben mir sehr gut gefallen. Ich bin Babyboomer. Haben irgendwie ein Problem? Bei mir funktioniert es bei Ihnen nicht. Komisch. Ich möchte. Und würde jetzt gerne. Ich habe all diese Dinge mein Leben lang. Möchten Sie meins probieren? Das ist Ihr eigenes Mikro. Hallo? Okay. Hallo? Jetzt hat. Erstmal danke für die Ausführungen. Sie sind sozusagen so die lebendige Ausführung, nur ein paar Jahre jünger. Ich bin eine Babyboomerin, habe aber alles, das, was Sie gesagt haben, schon mein Leben lang gelebt und würde gerne eben auch die Babyboomer dazu animieren wollen, aus der Komfortzone rauszugehen und nicht in eine Opferrolle, weil es liegt an einem selber. Ja? Auch diese ganze Thematik jung und alt miteinander. Ich habe zum Beispiel in unserem Unternehmen das New Work Projekt geleitet. Ja? Also das geht alles miteinander. Was mich interessieren würde, ist, wie kann man das in der Gesellschaft mehr fördern, dieses Jung und Alt, also dass man nicht wir Alte sozusagen als die Besserwisser dastehen, aber auch die Jungen, ich sage jetzt mal, das Aufnehmen und voneinander das Lernen ist, das lebenslange Lernen, was wir lernen müssen. Ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber was würden Sie für Empfehlungen vielleicht auch für die Politik geben? Es gibt viele, die in die Rente gehen, Armut dann bevorsteht, weil sie mit der Rente nicht zurechtkommen, gerade in München, und auch die Unternehmen oder die Politik mehr Chancen geben müssen, weil natürlich auch diese ganze Fachkräftemangel, vor dem wir stehen. Was kann man da tun? Das ist meine Frage. Ja, also da sprechen Sie auch einen wichtigen Aspekt an, wenn wir uns zum Beispiel allein den öffentlichen Sektor angucken. Bis 2030 wird es 700.000 freie Stellen geben, weil die Babyboomer in Rente gehen werden. Deswegen ist es alternativlos und Politik, Unternehmen müssen sich überlegen, was können wir dagegen tun. Und in den USA gibt es auch so verschiedene Modelle, ne, die sogenannten Senior Interns. Die kommen wieder zurück, also die Leute, die noch arbeiten möchten, gegen ganz normale Entlohnung und
kriegen dann auch wirklich junge Personen an die Seite. Das ist auch das, was ich aus Umfragen auf den Unternehmen höre, wenn es an jungen Führungskräften was auszusetzen gibt, dass die sagen, gut, mag ja passen von der Kompetenz her, aber die brauchen wirklich einen Coach oder einen Mentor. Und da ist es sehr sinnvoll, sowas zum Beispiel zu implementieren. Dann, dass man irgendwelche Freelancer-Verträge auch anbietet, über die Rente hinaus, aber dann nicht sagt, irgendwie dann wird die Rente gekappt. Ja, also das ist dann nicht sinnig. Und dann gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Bereiche, wo wir Kräfte brauchen, aber man erwartet irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt, man erwartet irgendwie von Menschen, die in Rente sind, dass sie alles ehrenamtlich machen. Ja, und das hat ja auch irgendwie was mit Wertschätzung zu tun. Und das ist einfach ein ganz anderes Gefühl für den Menschen, auch fürs Mindset, wenn man sagt, hey, du bist so im Rentenalter, wenn du weiter arbeiten möchtest, dann kannst du dein Gehalt trotzdem noch beziehen. Gut, ich könnte weitermachen, aber machen wir so. Ja, ja, genau, ich bin auch. Ich bin der Meinung, dass wir alle Generation Z sind. Ja, das bedeutet, wir alle, egal wie alt wir sind, wir wollen Wertschätzung, wir wollen Work-Life-Balance, wir wollen Transparenz, wir wollen flexible Arbeitszeiten, was auch immer. Das Unterschied ist nur, dass Generation Z endlich sagt, nein, ich werde keine Überstunden machen. Nein, das sind meine Werte. Nein, jetzt spielen wir meine Regeln und nicht Regeln von meinem Arbeitgeber. Was sagst du dazu, Irene? Stimmt das? Absolut, das ist ja das, was ich kurz angerissen hatte. Wir haben ganz andere Rahmenbedingungen, ganz anderen Kontext. Die Generation, die kann das jetzt einfordern. Ja, die Babyboomer wollten es zwar auch, aber sie hatten nicht die Möglichkeiten dazu, weil wir einfach auf dem Arbeitnehmendenmarkt zurzeit sind. Also Unternehmen können in den nächsten Jahren froh sein, wenn sie überhaupt auf eine Stelle zwei, ich betone, qualifizierte Bewerbungen bekommen. Weil man sagt, ach, wir haben 50 Bewerbungen, ist ja wie relevant sind die alle 50 Bewerbungen? Ja, also ich hatte auch mal 167 Bewerbungen bekommen, aber shortgelistet habe nur 8 Personen. Ja, also das ist immer, wie relevant sind diese Bewerbungen? Und auch dieses, die junge Generation ist illoyal. Da sage ich ganz ehrlich, warum sollten sie loyal sein? Ja, nee, wirklich, werden mit Kurzzeitverträgen abgespeist, dann zu geringen Gehältern. Also das darf man auch nicht unterschätzen, weil oftmals schiebt man bei Älteren, warum man sie nicht einstellt oder irgendwie aufs Abstellgleis stellt, dass man den Verfall der kognitiven Leistung, aber oftmals ist der Grund einfach, dass man denkt, dass sie sind zu teuer. Andersrum bei den jungen Leuten, man erwartet, dass die irgendwie Erfahrung von 20 Jahren haben, die Kompetenzen und irgendwie schon alles super können, aber zu geringen Gehältern. Da sage ich natürlich auch, die haben auch nicht, die wissen gar nicht, ob die überhaupt Rente bekommen werden. Die können sich kein Eigenheim leisten. Und dann sage ich, absolute berechtigt, das Verhaltensweise. Und das sollte man berücksichtigen. Ja. Die nächste Frage in der Mitte. Ich wollte gar nichts fragen, sondern ich wollte Ihnen ganz kurz mal meine Erfahrung mitteilen. Ich habe 30 Jahre war ich jetzt als Psychologin freiberuflich und mit Corona konnte ich einfach keine Seminare mehr geben. Und ich habe einfach mit 59 Jahren, habe ich mir einfach bei Stepstone einfach mal meinen Lebenslauf reingegeben. Ich habe nicht gesagt, wofür ich mich bewerbe. Und ich bin bombardiert worden. Also ich hatte so wahnsinnig viele Anfragen, dass ich es mir wirklich aussuchen habe können. Und ich habe mich für eine Firma entschieden, die ein System hat, das sind Consultants, wo jeder junge Arbeitnehmer einen Mentor zur Seite gestellt bekommt. Ja. Und da ist auch Reverse Mentoring auch mit dabei. Und ich fühle mich unglaublich wertgeschätzt. Ich bin mit mittlerweile fast 60 eigentlich auf einem Zenit, den ich nie gedacht habe, dass ich da hinkomme, weil die jungen Leute, die inspirieren unglaublich und ich denke mal, ich kann die ebenfalls inspirieren. Also mit 60 ist nichts vorbei und ich glaube, die Sache ist, mit welchem Bewusstsein gehe ich in die Arbeitswelt. Ich kann mit 30 genauso unscheinbar sein, ich kann da nicht gesehen werden, ich kann mit 30 auch Juckerpalme spielen. Aber mit 60 würde ich sagen, bin ich definitiv keine Juckerpalme. Danke. Sehr gut. Eins, zwei. Ich komme zu Ihnen, Sekunde.
Dankeschön erstmal. Vielen, vielen Dank an beide Speakerinnen. Ich hätte eine Frage, und zwar hattest du ja angerissen gehabt, Jobhopping und dann kurz Wertschätzung sowie auch diese Loyalität. Das Wort Jobhopping ist ja nicht mal Denglisch, weil wir es im Deutschen gar nicht haben. Und jetzt zur jungen Generation und der Generation Babyboomer sind ja eigentlich eher wirklich alteingesessene Lifer, sagt man ja. Die gehören zum alten Eisen und bleiben beim Arbeitgeber. Wie ist jetzt da ein Wandel zum Jobhopper? Hast du ja sicher selber schon so genannt. Wie siehst du das? Weil viele da echt kritisch drauf schauen und viele heutzutage aufgrund der Wirtschaft einfach unfreiwillig zum Jobhopper werden. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, den du da ansprichst. Also wenn ich natürlich über Jobhopping spreche, dann spreche ich nicht aus dem Kontext, dass jemand irgendwie entlassen wird oder gegangen wird, sondern wirklich aus freien Stücken. Warum? Wir sprechen immer vom, man soll so einen roten Faden im Lebenslauf haben. Wo ich mich sowieso frage, wieso ist der rot? Weil rot ist negativ, eine Signalfarbe. Warum nicht grün? Und dann am Ende des Tages bin ich drauf gekommen, unser Lebenslauf sollte eigentlich bunt sein. So. Und ich spreche das bewusst an, einfach um zu sagen, wir müssen nicht irgendwo verharren, schon gar nicht in unserer Komfortzone. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin immer dann gegangen, wenn es am schönsten war. Und es gab immer so den Drang in mir, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne Unternehmerin sein, selbstständig sein. Ich kannte dieses Berufsbild nicht, weil ich ganz anders aufgewachsen bin. Mein Umfeld, also es ist keiner Unternehmer gewesen, habe das erst später für mich kennengelernt und habe dann deswegen auch relativ früh schon immer nebenbei andere Projekte gehabt. So. Und habe nie den Absprung bekommen. Und tatsächlich war es meine Mutter, meint man gar nicht, die gesagt hat, komm, du bist kein Konzernkind. Ja, und du musst deine eigenen Sachen machen, etc. Und sie war also der letzte Anschluss. Und zwar wirklich zu dem Zeitpunkt habe ich echt Panik gekriegt, weil ich mir gedacht habe, Irene, es wird ja nicht schlimmer. Ja? Also nein, es war wirklich so, ich stand kurz vor einer Beförderung, kurz vor einer Gehaltserhöhung. Ich habe irgendwie so ein Riesenprojekt bei einem Telekommunikationsanbieter gerettet, obwohl ich von dem Thema gar keine Ahnung hatte. Es war wirklich eine Unternehmensberatung. Da hat mich der Partner auf dieses Projekt geschickt und hat mich, weiß Gott, nicht was wie verkauft, wo ich gesagt habe, du weißt schon, dass ich das noch nie gemacht habe. Wenn das jemand schafft, dann bist du das. Er hat gesagt, er möchte in einer Woche die ersten Ergebnisse haben. Und so, da habe ich gesagt, okay, ne, das ist eine Führungskraft. Da fragt man nicht, da sagt man nur, wie hoch soll ich springen. Ne? Und dann waren die ersten Lösungsansätze, waren ja erstmal okay. Haben gesagt, du hast noch eine Woche Zeit, dann wollen wir so ein Konzept haben, was wir implementieren sollen. Da habe ich gedacht, so. Wow. So. Und dann kam davon, das habe ich doch gesagt, ne? Irene, meinst du denn, dass wir in einer Woche das schaffen? Dann wusste ich, mit wir meint er du, also ich, ob ich das schaffe? Ich gesagt, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Und also dieses Projekt stand auch wirklich so ein bisschen auf der Kippe. Und tatsächlich nach 4 Monaten, die haben um 3 Jahre verlängert. Also ich wurde gefeiert, wirklich, ne? Irene, ne? Und da habe ich Panik gekriegt, habe ich gesagt, ich wollte mich eigentlich selbstständig machen. Mist, jetzt werde ich befördert, Gehaltsverhöhung. Und dann kriege ich als Dankeschön ein 3-Jahres-Projekt, wo ich immer gedacht habe, eigentlich habe ich dann Beratung gemacht, damit ich nicht so lange bei der Firma bleiben muss. Und da war für mich klar, wenn du jetzt nicht den Absprung schaffst, ja, weil ich dann immer so ein schlechtes Gewissen habe, ich habe gesagt, boah, jetzt haben die schon mehr Gehalt und jetzt haben die nicht befördert, du kannst ja nicht nach einem halben oder einem Jahr gehen. Da war mir klar, dann bleibe ich 3 Jahre, bin dann vielleicht so in meiner Komfortzone, es wird nie passieren. Und dann habe ich vor Weihnachten damals, vor knapp 5 Jahren, vor Weihnachten den Weg dann gemacht, ja. Sehr schön. Hier zu eurer rechten Seite die nächste Frage. Ich würde auch vorschlagen, dass das die letzte Frage ist, dann haben wir einen wunderschönen Ausklang und das normale Prozedere für die noch nicht da waren, danach geht es wirklich weiter, dann wird es erst schön. Und erst die Diskussion auf informeller Ebene und wenn Sie ein Buch kaufen und dann zu Frau Grübi auf die Bühne stürzen, dann können Sie sich auch den einen oder anderen Impuls oder Frage noch loswerden oder eben über Tischgrenzen hinweg, wie man das im Kaffeehaus so schön macht. Ich mache jetzt etwas, was ich eigentlich nie mache. Oh Gott, jetzt kommt's.
das mache, was ich jetzt gleich mache, das mache ich schon öfters, aber bei dir ganz besonders gern. Ich möchte dir danken, Irene, weil du hast mir eigentlich erst bewusst gemacht, dass Alter eine Rolle spielt. Und du hast bei mir das Verständnis geweckt für andere. Für mich selber hat Alter nie eine Rolle gespielt, nie. Nicht einen Tag, spielt auch heute noch für mich selber keine Rolle. Aber du hast eigentlich bei mir klar gemacht, wie schwierig es für viele ist, diese Altersgrenzen zu überwinden. Ich selber habe mit 60 eine Stiftung gegründet, die ich seit einer ganzen Zeit jetzt hier mache, eine politisch operative. Ich tobe durch die Gesellschaft mit meinem Stiftungszweck und es ist mir völlig egal, welches Alter mein Gegenüber hat. Und ehrlich gesagt, die Freiheit des Alters, die schöpfe ich aber voll aus, weil die Leute müssen höflich zu mir sein. Ja? Also, das ist großartig, ja. Aber mal ganz ehrlich, wenn Irene nicht so, das nicht so thematisiert hätte, wäre es mir nicht klar geworden. Und ich glaube, Irene, es ist ganz, ganz wichtig, was du machst. Einfach, dass Menschen sich bewusst werden, hängt nicht an eurem Alter so. Es ist egal, wie alt ihr seid. Ihr habt alle Ressourcen und ihr seid irgendwie alle gleich wert mit unseren Ressourcen. Und da danke ich dir dafür. Dankeschön. Ja, das war jetzt keine Frage, deswegen, wenn noch eine im Raum schwelt, dann gerne, würde ich sehr gerne noch zu Ihnen kommen und noch einen letzten Impuls aufnehmen. Ansonsten bin ich, ja wunderbar, perfekt, das funktioniert ja wie am Schnürchen. Vielleicht, dann gehen wir darauf aufs Podest, damit da auch eine Sichtverbindung entsteht sozusagen. Genau, wunderbar. Jetzt bin ich doch mutig, aufgrund meiner Vorrednerin, die hat mir jetzt doch Mut gemacht, mich zu melden. Nur eins wollte ich noch anschließen, auch an die Dame, die vorher gesprochen hat, dass sie da diese Initiative oder Bewerbung losgelassen hat und so viel Resonanz bekommen hat. Also ich wollte nochmal eine Lanze dafür brechen, dass wir alle ja zuständig sind für das, was wir so von uns geben. Und ich also, ob ich jetzt als Teenagerin mich erinnern kann, ältere Leute getroffen habe, die mich echt fasziniert haben, welche getroffen habe, die mich abgeschreckt haben, weil sie so rückwärts gewandt waren. Und auch, ja, auch heute noch sagt, dass mir Leute auch alterslos sind, die einfach toll sind und wo es mir egal ist, wie alt die sind. Und mir halt wirklich die ältere Leute, die im Leben stehen, viel wichtiger sind, wie jetzt, sage ich mal, 20-, 30-Jährige, die mich mit rückwärtsgewandten Thesen und Phrasen nerven. Und das wollte ich bloß noch mal kurz einwerfen. Keine Frage, aber... Wunderbar, danke. Ja. Ja, herzlichen Dank euch beiden, beziehungsweise auch Frau Adenau, die ja einen wunderbaren Aufschlag geleistet hat heute Abend und aus der Nachbarschaft sozusagen vom Wittelsbacher Platz rüberkam. Es ist ein Stuhl frei geblieben. Wir wissen bis jetzt nicht, warum. Tut mir wirklich leid. Wenn wir es gewusst hätten, hätten wir es Ihnen gesagt. Wir werden es irgendwann in den nächsten Tagen aufklären, wo die Dame von Microsoft verblieben ist. In der Cloud wahrscheinlich oder wo auch immer. Im Stau. Im Stau. Wie dem auch sei, tut mir leid, aber ich finde, ihr habt den Abend trotzdem inhaltlich wunderbar bespielt. Danke euch beiden. Ja, Uwe ist aufgesprungen, voller Körperspannung und ist bereit, dass Sie ihn alle nötigen, ihm ein Buch zu verkaufen. Und bleibt nur da oben, das ist immer ganz geschickt, zumindest Frau Klubi, dass sozusagen dort hinten die Logistik stattfindet und man dann mit mindestens zwei Büchern, weil eins ist ja für Sie selbst und eins wollen Sie sicherlich weiterschenken. Wir kommen dann zu Ihnen und lassen signieren und erlauben Sie mir noch zwei Hinweise, die ich jetzt kuratiert habe aus unserem Programm, das Sie bitte alle mitnehmen, weil viele neue Gesichter auch heute Abend da sind, aber ich passe es an unser heutiges Publikum an. Am 7.5. eine furchtlose Frau nimmt den Kampf auf gegen eine Gesellschaft, die sie kleinkriegen will. Seien Sie gespannt, googeln Sie es. Am 28.5. Generationengerechtigkeit mit Philippa Siegel-Glöckner, die einen Think Tank gegründet hat, zarte 32 Jahre alt ist und die Welt mit ihren
mit ihrem Know-how und ihrer Arbeit zur Makroökonomie beglückt und sie wird interviewt von Willi Vossenkohl, der älteres Semester ist, aber mindestens genauso kompetent und unter der Reihe Generationengerechtigkeit durch den Abend führen wird. Ja, das soweit von mir. Ich bedanke mich nochmal und Frau Judith Brenner darf abmoderieren. Schön, dass ihr da wart. So. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Mayer, für die wunderbare Art der Moderation und auch, dass Sie hier uns als Gäste empfangen haben in dieser wunderschönen Location hier im Palmengarten. Ich muss immer, liebe Gerda Marie, an deine Yucca-Palme danken und vielen Dank auch für dein wunderbares Intro, auch deine Statements und ganz, ganz toll an der Stelle. Und ich gucke zu dir, liebe Irene, es war mir so eine Freude, vor allen Dingen auch schon die Vorbereitung, die 280 Seiten zu lesen mit voller Wonne. Es geht in die Tiefe und es sind so viele wunderbare Lösungsansätze dabei, so viele Statements. Ich bin ein Fan von deinem Buch und auch von dir und deiner Art, die Gedanken mit uns zu teilen und einfach auch mit so viel Optimismus in die Zukunft zu schauen. Und da zitiere ich dich zum Schluss nochmal. Die Zukunft ist einfach jung und alt und lasst uns miteinander darauf einwirken, dass wir wollen alle eine gute Zukunft haben und das ist in unser aller Sinne. Genau. Möchtest du an der Stelle noch, möchte nicht das Wort verwehren? Ja, jetzt freuen wir uns aufs Netzwerken, oder? Gut. Einen wunderschönen Abend uns allen.